Überraschung! Der Testcheck dieser Ausgabe mit Kai, du musst jetzt Nino sagen. Wir haben es doch geübt. Soll ich nochmal anfangen? Du sollst mit Kai anfangen. Also, auf null. Überraschung! Der Testcheck dieser Ausgabe, dieses Mal mit Kai und Nino! Juhu! Wie kommen wir denn zu dieser fragwürdigen Ehre? Naja, Markus und Henry sind unterwegs, genau wie letztes Mal. Und zwar immer noch in L.A. und halten den Pansen in die Sonne. Nee, ich glaube, die sind eher in Leipzig unterwegs, weil da ist diese kleine Videospielmesse. Ah ja, stimmt. Genau. Und deswegen sind wir dazu verdonnert worden, auch diesen Monat den Testcheck noch einmal zu übernehmen. Und das machen wir natürlich liebend gerne. Ne? Wir müssen hier bleiben und die Drecksarbeit erledigen. Auch Kai, jetzt einmal mit ein bisschen mehr Enthusiasmus hier bei der Sache. Juhu, schau mal, eine Filmumsetzung. Juhu, Prince of Persia. Nee, der Film kommt doch erst noch. Das ist Die Mumie, das Grabmal des Drachenkaisers. Erinnert aber irgendwie schon so ein bisschen an Prince of Persia, oder? Ja, hier jetzt noch nicht so sehr, aber die Klettereinlagen, die später noch kommen, ja, da könnte man durchaus denken, das wäre so ein kleines bisschen abgekupfert. Es gibt aber nicht nur Klettereinlagen, sondern wie man hier sehen kann, auch so kleine Action-Einlagen und vor allem, Achtung, Analogstick-Kurbeleinlagen. Genau, das Lustige bei den Analogstick-Kurbeleinlagen, können wir das mal kurz sehen? Hier, das Budget hat nicht mehr für den Arm gelangt. Ja, ist natürlich ärgerlich, macht aber nix, denn das Spiel macht trotzdem so einigermaßen Spaß zumindest, oder? Ja, so einigermaßen, bis auf die schlechte Kameraführung, die bringt so einige Bildschirmtode mit sich. Das ist wahr, für die PlayStation 2 macht das Ding aber trotzdem ein einigermaßen gutes Bild, finde ich. Naja. Und hier sieht man jetzt auch Prince of Persia übrigens in Perfektion. Fans des Films können es vielleicht so zum Budgetpreis mal überlegen, aber man muss es echt nicht haben. Wieder weg. Ja, super. Und was sehen wir da hinten jetzt? Das ist die Terrakotta-Armee des Drachenkaisers. Wer hätte das gedacht? Und der Drachenkaiser wird gespielt von Jet Li. So ist es. Allein deswegen muss der Film eigentlich rocken. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Wie kann denn sowas passieren? Ja, ich bin in die Sneak Preview gegangen und habe gedacht, es kommt vielleicht Dark Knight. Was kam? Irgend so eine Schmonzette mit Scarlett Johansson. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Deswegen vertreibt euch besser die Zeit mit diesem wunderbaren Spiel für Nintendo Wii, das sich da nennt Dream Pinball. 3D. 3D, ja. Was kann man zu diesem Spiel sagen, Kai? Es ist einfach mal wieder eine Pinball-Umsetzung für Konsole. Ja, meiner Meinung nach völlig überflüssig. Es ist halt ein Flipper. Ja. Ja. Da rollt so eine Kugel, was so ein Flipper halt macht. Wurde denn die Wii-Steuerung dementsprechend gut angepasst an den Titel, oder? Oh ja, die Bewegungssteuerung wird bis ins Letzte ausgereizt. Nee, erzähl. Ja, man drückt halt die Schultertasten, um die Dinger, heißen die Flipper, zu bewegen? Ich glaube, diese zwei Nippel am unteren Bildschirmrand. Ich denke ja. Also Schultertasten drücken und dann so? Noch. Ja, kannst du noch ein bisschen schütteln, um den Tisch halt zu tilten. Oder, was auch noch ganz nett ist, kurz vorm Start musst du halt die Feder simulieren mit der Remote. Also zurückziehen und nach vorne. Da bleiben ja eigentlich für Flipper-Freunde keine Wünsche offen, oder? Ja, auch der Soundtrack ist super. Der ist toll, hören wir mal kurz rein, bitte. Ja, sehr stimmig, abwechslungsreich. Ein absoluter Traum. Deswegen zu Recht Dream Pinball. Wir haben später 3D. Übrigens noch so eine Sportsimulation für euch. Gehört eigentlich Flipper zu Sport, ja? Bin mir da nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Na gut. Jedenfalls gibt es nachher eine Sportsimulation. Ist auf jeden Fall keine olympische Disziplin. Doch, ich glaube schon. Sie haben sie nur vergessen diesmal in China. Ah, okay. Ja, aber da ist ja so einiges schief gelaufen, habe ich gehört. Na gut, also ich würde sagen, Finger weglassen. Von Dream Pinball braucht eigentlich kein Mensch. Dem noch was hinzuzufügen, Herr Schmidt? Nö. Okay, dann würde ich sagen, weiter mit dem nächsten Spiel. Willst du die Herausforderung annehmen, Kai? Ja, ich muss ja wohl, oder? Endlich mal wieder ein N64-Spiel zu spielen. Ja, sieht fast so aus. Ist aber tatsächlich ein Wii-Spiel. Ja, und was ist dieser seltsame, bläulich-weißliche Film am Boden? Ein super animierter Fluss. Yes! Da wird die Grafikleistung der Wii endlich einmal macht übrigens fahrerisch ausgenutzt. Macht fahrerisch keine Unterschiede, ob du jetzt durchs Wasser fährst oder über den Sand. Hätte mich auch gewundert, ganz ehrlich. Dafür sammelt man, wie es sich für ein ordentliches Rennsportspiel gehört, Dollarmünzen ein
und heizt in einem Affenzahn durch wunderschöne Levels. Es gibt 28 Strecken, nein, entschuldige, 24 Strecken und 18 lizenzierte Fahrzeuge von Ford und Land Rover. Deswegen heißt der Titel auch Ford Land Rover Offroad Racing, oder? Ja, und erscheint für Nintendo Wii, falls wir es noch nicht erwähnt haben sollten. An dieser Stelle reichen wir es nochmal nach. Was war das eigentlich mit dem Affenzahn? Das ist doch eher Standgas, oder? Nö, ich finde das schon ganz schön fetzig so. Ja, wenn du ein paar Geräusche dazu machst. Dann ist es nicht schlecht. Also, wow, Münze, verpasst. Ja, okay, es ist tatsächlich ein bisschen lahmarschig. Jetzt, wo du sagst, ist mir davor gar nicht aufgefallen. Dafür sieht es schön aus. Vor allem, es gibt auch so geile Sachen, wie mit diesem Kaktus. Der steht einfach so auf der Strecke und das ist so eine Art Glücksspiel. Du fährst durch entweder und es passiert gar nichts oder du hast Pech und bleibst dran hängen wie an einem Kaktus aus Stahlbeton. Ja, da haben sich die Entwickler schon was dabei gedacht, Kai. Ich glaube nicht. Doch, das ist die Kaktus-Schikane. Die ab und zu nur funktioniert? Richtig, exklusiv bei Land Rover Ford Offroad für Nintendos. Ui, hier sehen wir nochmal diesen wunderschönen Fluss übrigens und diesen wunderschönen blauen Werkzeugkoffer. Und ich würde sagen, wir machen jetzt wunderschön die Biege zum nächsten Spiel. Habe ich erwähnt, dass die Steuerung schwammig ist? Ja, hast du gerade. Okay. So, das hier ist Wall-E und zwar für die PlayStation 2. Und hierbei handelt es sich ebenfalls um eine Filmumsetzung. So wie bei Die Mumie? So wie bei Die Mumie. Das heißt, der Roboter kann auch Martial Arts? Natürlich. Wow, muss ich haben. Ja. Und wird auch gespielt von... Steven Seagal? Von Steven Seagal, ja. Steven Seagal ist Wall-E. Wobei der passende Titel für dieses Spiel wäre eigentlich, Kai... Wally Hawks Pro Skater? Genau, denn ihr bewegt euch in diesem Titel in einzelnen Arealen, die verblüffend an so Skateparks erinnern. Macht dort kleine Kunststückchen und sammelt so Energiewürfel auf, um die Level zu bestehen. Warum sammelt man Energiewürfel auf? Er fragt doch Steven Seagal, bitte. Was hat denn der damit zu tun? Ich dachte, Steven Seagal ist Wall-E. Nö. Nicht? Ist ja auch völlig egal. Für die Steven Xbox 360... Steven Seagal ist Gott, nicht Wall-E. Für die, ja. Ah, hatte ich vergessen. Entschuldigung. Für die Xbox 360 und die PlayStation 3 erscheint ebenfalls ein Wall-E-Spiel. Das ist so ein bisschen anders, ja. Also, das ist weniger Skatepark-mäßig, sondern eher so... Ja, so ein typischer Plattformer halt, wo man kleine Rätsel lösen muss und so. Richtig, macht aber nicht besonders viel Spaß, auch wenn es natürlich ein bisschen schicker aussieht. Ja, sieht ein bisschen schicker aus, aber ich finde, das sieht auch für PlayStation 2-Verhältnisse echt gut aus. Also für Kiddies und geht's, Kai? Ja. Hast du verschluckt? Ich soll vielleicht mal was trinken. Ja, wir sitzen ja schon seit 4 Stunden hier oben und sprechen den Testcheck an. Weil Markus und Henry sind ja in L.A., bekanntlich, auch wenn gemunkelt wird, sie wären in Leipzig. Im ostdeutschen L.A. Ja, genau. Für Kiddies auf jeden Fall eine feine Sache, Wall-E, würde ich sagen. Ja, und für Fans des Films generell. Ja, ich wollte jetzt die Floskel, diese extrem abgedroschene Floskel, nicht wieder raushauen, aber Dankeschön, dass du es getan hast. Moment, Floskel, du meinst, wer den Film mag, greift zu, alle anderen spielen Probe? Ja, genau. Sehr schön. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Spiel. Und das ist Warhammer Battle March. Erstmals kommen mit diesem Titel nämlich auch Gamepad-Generäle zum Zug. Bislang war die Warhammer-Serie ja PC-exklusiv. Nun aber erscheinen Battle March und Mark of Chaos auf nur eine Disc für die Xbox 360. Das ist doch mal ein Grund zur Freude, Kai. Echt? Muss mich das freuen? Wenn du Strategiespiele magst, schon, obwohl sich der Titel spielerisch etwas unterscheidet, wenn man Strategiespielkollegen wie beispielsweise Schlacht um Mittelerde oder Command & Conquer anschaut, sammeln, bewachen und verarbeiten von Ressourcen, fällt hier nämlich komplett flach. Und es sieht so ein kleines bisschen unspektakulär aus, oder? Ja, es ist alles so ein bisschen matschig, breiig. In einem wunderschönen Braunton gehalten, ja. Nein, also ihr bestreitet eben diverse Schlachten, nutzt euer verdientes Geld, das ihr für gewonnene Schlachten erhaltet, um euch neue Waffen zu kaufen, um eure Truppe aufzurüsten, um denen neue Fähigkeiten zu verleihen und so weiter und so fort. Für Strategiespielfreunde ist es vielleicht ein Blick wert, wobei meiner Meinung nach ist es einfach ein PC-Spiel. Ja, bestimmt, ja, da kann ich nichts zu sagen, weil ich. Ja, das geht aber so nicht, Kai. Wir sitzen hier zu zweit, ja. Ich darf jetzt hier meine Rübe wieder alleine hinhalten, weil der Herr Schmidt. Ich spiele das Zeug nicht. Schau mal, hier gibt's aber auch Orks. Ja, toll. Ja, und ganz viele Männchen. Können die Martial Arts?
Die Männchen, natürlich können die Martial Arts. Und die Orks? Auch. Die Orks werden von Steven Seagal gespielt übrigens. Hey! Ja, was denn? Keine Scherze wegen seinem Leibesumfang. Ja, entschuldige bitte. Übrigens, wenn ich mal reich bin, dann kaufe ich mir Steven Seagal und lasse ihn so lange pumpen, bis er platzt. Aber der pumpt doch gar nicht, der frisst nur... Anabolika oder was? Also was du hier für Gerüchte über Steven Seagal verbreitest, Kai, das ist ja wirklich unterste Schublade. Zurück zu Warhammer Battlemark. Besser als Chuck Norris auf YouTube zu verunglimpfen, oder? Ja, das ist natürlich auch wieder wahr. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Ja, Wir machen jetzt hier mal weiter mit Warhammer Battlemark. Schau mal, da haut einer ab. Das ist ein Feigling. Dann, also ich würde sagen, für Strategiespielfreunde einen Blick wert. Alle anderen orientieren sich da vielleicht doch lieber an der PC-Version. So Kai, das Beste haben wir uns für den Schluss aufgehoben, und zwar das fantastische Pool Party für Nintendo's Wii. Und erlaube mir bitte kurz einen Satz von der Packungsrückseite der Limited Edition zu zitieren: einfach anvisieren, stoßen und einlochen. Besser wäre gewesen, Party on! Ja, Party on, aber besser wäre gewesen, einfach aus dem Regal nehmen, auf den Boden werfen und drauf trampeln, denn Pool Party ist der absolute Party-Killer. Echt? Naja... Meinst du? Es ist ein bisschen fummelig von der Steuerung her, aber ich glaube, so physikmäßig sind die Kugeln eigentlich ganz cool drauf, oder? Die Kugeln sind cool drauf? Ja, die machen Party. Und was hier noch steht, zerlegt passt der Wonderstick in jede Tasche, so findet er seinen Weg auf jede Wii-Party. Sag ich ja, die Kugeln machen Party. Nee, ganz ehrlich, das Poolspiel von, wie hieß es, Wii Play? Ja. War um einiges cooler. Tatsächlich? Ja. Aber hier steht, schnapp dir deinen Kö und komm zur Poolparty. Kannst du da widerstehen, Kai, wenn ich hier so mit dieser Packung rasche? Sagen wir es mal so, Party am Pool? Ja, vielleicht. Mhm. Party mit dem Spiel? Nö. Okay, also Finger weg vom Wii-Titel Poolparty, obwohl es diesen wunderbaren Wii-Kö, den Wonderstick, in der limitierten Auflage mit dazu gibt. Ist eigentlich eine feine Sache. Ja, sieht fast aus wie ein Fieberthermometer. Braucht deswegen für Elefanten, ja. Ja. Okay, Kai, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit dieser Perle und wünschen euch alles Gute, und wir hören uns, wenn's Gott, as known as Steven Seagal, so will, auf der nächsten GamePro DVD im Testcheck. Tschüss. Ciao.